Volkswagen ist ein Megakonzern und eines der größten europäischen Unternehmen überhaupt. Der deutsche Autohersteller beschäftigt über 600.000 Menschen und produziert weltweit jedes Jahr über 10 Millionen Autos. Zum Konzern gehört nicht nur die Marke VW, sondern auch etliche weitere. Die VW-Zentrale liegt in Wolfsburg. Dort steht auch das Volkswagen-Werk, die größte Fabrik der Welt. Volkswagen steht für deutsche Ingenieurskunst und langlebige Autos. Und einen Haufen Skandale. Mal wurden Millionen beim Handel mit Fremdwährungen verzockt, mal wurde ein totalitäres Regime in Südamerika bei seinem Folterprogramm unterstützt. Ach ja, und dann war da das eine Mal, als Betriebsräte mit teuren Lustreisen nach Südamerika und mit Prostituierten bestochen wurden. Wie durch ein Wunder ist VW meistens mit einem blauen Auge davongekommen. Doch dann entfaltet sich 2015 der Dieselskandal. Volkswagen soll die Abgasvorschriften bei zahlreichen Dieselfahrzeugen vorsätzlich umgangen haben. Volkswagen was caught cheating on its emissions tests. Eine Weltmarke im Sturzflug. Der Kurs der VW-Aktie brach heute um etwa 20% ein. We have totally screwed up. Dieses Mal ist alles anders. Über dem deutschen Vorzeigekonzern braut sich ein riesiger Sturm zusammen. Das Unternehmen, das die Marke Made in Germany wie kein anderes verkörpert, gerät ins Wanken. Und mit ihm die gesamte deutsche Autoindustrie, ein Stück deutscher Kultur. Heute, fast 6 Jahre später, in Zeiten eines explodierenden E-Automarktes, wird es Zeit für einen Rückblick auf diesen Skandal. Denn Dieselgate hat insbesondere 2 Dinge offenbart. Erstens, wie viel intern bei Volkswagen schiefgelaufen ist und zweitens, wie unfassbar viel Macht der Konzern in Deutschland hat. Rollen wir den Skandal zunächst noch einmal kurz auf. Volkswagen droht in den USA ein Bußgeld von bis zu 18 Milliarden Dollar. Die US-Umweltschutzbehörde wirft dem deutschen Autobauer Verstöße gegen das Klimaschutzgesetz vor und fordert den Rückruf von mehr als 480.000 Dieselfahrzeugen. Am 18. September 2015 gab die US-Umweltbehörde EPA bekannt, dass Volkswagen seine Dieselautos manipuliert. Die Fahrzeuge stießen viel mehr Schadstoffe aus, als der Konzern angab. Die Autos wurden mit einem sogenannten Defeat-Device ausgestattet. Die Software der betroffenen Autos konnte erkennen, ob sie gerade auf der Straße fahren oder auf dem Prüfstand stehen. Die Abgassteuerung der Motoren wurde dann so manipuliert, dass sie im Prüfstand nur wenige Schadstoffe ausstießen. Auf der Straße aber stießen die Autos bis zu 40 Mal mehr Stickoxide aus, als in den USA gesetzlich erlaubt waren. Das hat sich während der Clean Diesel Kampagne für den US-Markt aber noch ganz anders angehört. I think it's beautiful, but aren't diesels dirty? Oh, that used to be dirty. This is 2015. No. I'll prove it to you. Oh, look what she's doing. See how clean it is? 11 Millionen Autos waren weltweit betroffen, davon allein rund 500.000 in den USA und 1,5 Millionen in Deutschland. Fast 10 Jahre lang wurde die ganze Welt von Volkswagen geblendet. Auch andere deutsche Autohersteller wie BMW und Daimler sollen ihre Abgassteuerung manipuliert haben. Allerdings in deutlich kleineren Maßstäben. Die systematische Manipulation der Abgaswerte hat dem Image der Wolfsburger auf dem so wichtigen US-Markt massiv geschadet. And in my German words, we have totally screwed up. Wie konnte das passieren? Und warum ist Volkswagen, zumindest in Deutschland, wieder mit einem blauen Auge davongekommen? Volkswagen versucht ja immer, diesen Dieselskandal hinzustellen als einen dummen Akt einzelner Ingenieure und einzelner Menschen, die sich da sozusagen für den illegalen Weg entschieden haben. Das ist Angelika Slavik. Sie berichtet für die Süddeutsche Zeitung. Von 2015 bis Anfang 2021 war sie als Wirtschaftskorrespondentin in Hamburg zuständig für Volkswagen. Wenn man genauer hinschaut, ist aber klar, dass sie sozusagen aus dem System Volkswagen gewachsen. Das heißt, es gab eine Kultur bei Volkswagen, die diesen Betrug mindestens begünstigt hat. Aber was genau ist dieses System Volkswagen? Wo hat die Unternehmenskultur ihren Ursprung?
Seit jeher wurde VW von strengen, ergebnisorientierten Vorstandsvorsitzenden geführt. Über Jahrzehnte machten sie VW international konkurrenzfähig und brachten mit dem Polo, Golf, Bulli und Passat immer wieder neue Verkaufsschlager heraus. Außerdem kauften sie fleißig weitere Automarken ein und sie erschlossen mit den USA, China und Brasilien früh neue Märkte. Das Ziel quasi aller Vorstandschefs von VW war es stets, Kosten zu senken, oft um jeden Preis. Nur so könne man mit Japan und den USA mithalten. Ferdinand Piëch war von 1993 bis 2002 Vorstandsvorsitzender von VW. Er war für seinen schonungslosen und autokratischen Führungsstil bekannt. Immer wenn es um Krieg geht, sind am Ende weniger vorhanden. Und es gibt immer Gewinner und Verlierer. Und ich habe die Absicht, mit unseren Partnern, die VW in der ganzen Welt hat, der Sieger zu sein. Martin Winterkorn führte Piëchs Erbe als Vorstandsvorsitzender bis 2015 fort. Die Folge dieser Führungsstile war eine strenge Hierarchie innerhalb des Konzerns. Es herrschte ein Klima der Angst. Viele Mitarbeiter fürchteten sich vor ihren Vorgesetzten. Widerspruch wurde nur selten geduldet, Fehler noch seltener akzeptiert. Viele der VW-Skandale lassen sich mitunter auf diese veraltete, autokratische Kultur zurückführen. Auch der Dieselskandal. Wie viele Mitwissende es innerhalb des Konzerns und insbesondere innerhalb der Führungsriege gab, ist bis heute noch nicht final geklärt. Zahlreiche der Beteiligten schweigen. Das Team der Motorentwicklung war aber definitiv am Betrug beteiligt. Vielleicht fürchtete man sich vor der Reaktion Winterkorns, weil man die Grenzwerte nicht zu den gewünschten Kosten erreichen konnte. Vielleicht war die Angst vor Winterkorn größer als die Angst beim Betrügen aufzufliegen. Als Folge mussten Hunderttausende Autos zurückgerufen werden. Insgesamt kostet der Skandal den Konzern bisher über 30 Milliarden Euro. Die Marke VW litt gewaltig. Die amerikanische Justiz ist schnell und hart mit dem Konzern ins Gericht gegangen. Volkswagen musste in den USA umgerechnet mehr als 16 Milliarden Euro Schadensersatz zahlen. Dort waren 500.000 Autos betroffen. Für deutsche Kunden gab es erst 2020 Aussicht auf Schadensersatz. 830 Millionen Euro wurden für geschädigte Kunden bereitgestellt, bei 1,5 Millionen Autos, die hierzulande betroffen waren. Außerdem zahlte der Konzern in Deutschland ein Bußgeld von 1 Milliarde Euro. In Deutschland und der EU ist Volkswagen also vergleichsweise glimpflich davongekommen. Aber warum? Hunderttausende Familien in Niedersachsen, die Kassen unzähliger Kommunen, die ganze Stadt Wolfsburg. Sie alle hängen vom Schicksal Volkswagens ab und identifizieren sich seit Generationen mit dem Konzern. Das ist ein so großer, dicker, fetter Pfeiler in der deutschen politischen Landschaft auch, den kann man gar nicht einfach so wegdenken. Volkswagen führt den wohl wichtigsten deutschen Wirtschaftsbereich an, stellt Hunderttausende Arbeitsplätze in Deutschland und ist die deutsche Vorzeigemarke. VW nimmt dadurch auf der politischen Bühne eine ganz besondere Rolle ein. Auch strukturell ist VW eng mit der Politik verbunden. Das Land Niedersachsen hält 20% der Anteile an dem Konzern und hat einige Sonderrechte. Der niedersächsische Ministerpräsident sitzt zum Beispiel automatisch im Aufsichtsrat von VW. Teile dieser Regelung wurden sogar in einem eigenen Gesetz verankert, dem sogenannten VW-Gesetz. Gleichzeitig bezahlt der Konzern Dutzende Lobbyisten. Die vertreten die Interessen von Volkswagen in Berlin und Brüssel. Als der Dieselskandal sich 2015 entfaltete, gaben sich Bund und Ministerien zunächst überrascht und verurteilten den Betrug. Und das, obwohl bereits 5 Jahre zuvor alarmierende Hinweise beim Bundesministerium für Umwelt eingingen.
Der ADAC und andere Experten warnten vor manipulierter Dieselsoftware in den Wagen deutscher Autohersteller. Auch die Europäische Kommission wurde 2010 von einer internen Expertengruppe gewarnt. Sie vermuteten bereits damals, dass führende Autohersteller ihre Dieselfahrzeuge mit Defeat-Devices ausstatten würden. Diese roten Flaggen wurden auf Regierungsebene jahrelang übersehen. Als der Skandal dann öffentlich wurde, stellte man sich hinter verschlossenen Türen schnell auf die Seite der Autoindustrie. Stefan Weil ist Ministerpräsident von Niedersachsen und somit automatisch im Aufsichtsrat von VW. Im Oktober 2015 muss er zu Dieselgate eine Rede vor dem Niedersächsischen Landtag halten. Den Entwurf seiner Rede soll er zuvor dem VW-Cheflobbyisten Thomas Steg und einigen weiteren Lobbyisten gezeigt haben. Problematische Passagen wurden gestrichen, positivere Formulierungen eingefügt. Anfang Oktober 2015 erreicht die EU-Mitgliedsländer einen Kommissionsentwurf. Darin ging es darum, wie viele Stickoxide ein Auto pro Kilometer maximal ausstoßen darf. Genauer gesagt ging es darum, wie weit man diesen eigentlichen Grenzwert künftig überschreiten darf. Der ursprüngliche Vorschlag sah vor, dass man bis 2020 60% und ab dann 20% über diesem Grenzwert liegen dürfe. So wolle man Fehler beim Messen berücksichtigen und der Autoindustrie genügend Zeit geben, sich darauf vorzubereiten. Laut Experten waren die 20% bereits sehr großzügig. Das deutsche Ministerium für Umwelt gab sich mit diesen bereits lockeren Vorschriften zufrieden. Doch das Wirtschafts- und Verkehrsressort sowie der Lobbyverband der Automobilindustrie wollten noch mehr rausholen. Für die Übergangszeit solle man mindestens doppelt so viel ausstoßen dürfen, wie gesetzlich erlaubt ist. Danach immer noch mindestens 40% mehr. Das Kanzleramt übernahm letzteren Vorschlag. Angela Merkel und der ehemalige französische Präsident Hollande beschlossen daraufhin, sich gemeinsam auf EU-Ebene für die Autoindustrie stark zu machen. Mit Erfolg. Nur 6 Wochen nach Bekanntwerden des Betrugs wird ein neuer Kommissionsvorschlag genehmigt. Autos dürfen bis 2021 110% mehr Abgase als eigentlich erlaubt ausstoßen, ab dann bis zu 50% mehr. Ein Einspruch des Umweltausschusses erreichte Anfang 2016 keine absolute Mehrheit. Zuvor hatten Merkel und der ehemalige Wirtschaftsminister Gabriel auf ihre Parteikollegen auf EU-Ebene eingewirkt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Volkswagen wird bei einem unfassbaren Betrug erwischt und als Konsequenz ändert man einfach die Spielregeln. Man muss davon ausgehen, dass die Politik gesagt, ihr Interesse ansieht, dass dieser Konzern sozusagen so schadlos wie möglich da rauskommt. Klar, mit dem Versprechen, wir machen es nicht wieder. Aber sozusagen da jetzt im großen Stil Schadenersatz zu zahlen, das war nicht im politischen Interesse und das merkt man natürlich. Der Dieselskandal hat einen bitteren Einblick in VW geliefert. Es ist erschreckend, wie verrottet die vorherrschende Unternehmenskultur war, wie rückschrittlich Teile des Konzerns jahrzehntelang gedacht haben. Während die halbe Welt 2015 bereits von E-Autos und Tesla sprach, hielt VW an veralteter, dreckiger Technologie fest. Man entschied sich für einen beispiellosen Betrug und gegen moderne, umweltfreundliche Technik. Gleichzeitig hat der Konzern demonstriert, wie unfassbar mächtig und unantastbar er in Deutschland ist. Auf der schwarz-rot-goldenen Flagge könnte oben links auch ein kleines VW-Logo abgebildet sein. Heute will Volkswagen die weltweite Speerspitze in Sachen E-Mobilität werden. Bis 2030 sollen 70% der verkauften Modelle E-Autos sein. Bis 2050 will das Unternehmen CO2-neutral werden. Der Konzern plant 6 gigantische Batteriefabriken und ein europaweit flächendeckendes Schnellladenetz. Wir sind gespannt, ob VW seine ambitionierten Ziele erreichen wird. Dank seiner einzigartigen Stellung in Deutschland hat der Konzern natürlich wie immer gute Chancen. Cheers. Hey.
Wir hoffen wie immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr über Volkswagen und den Dieselskandal denkt. Auf der Endcard findet ihr unsere Playlist Konzerne und ihr Einfluss, außerdem ein Video von Represent zu Lobbyismus. Ansonsten bis zum nächsten Video.